viele Menschen haben ja auch etwas Angst, dass sie durch Automatisierung ihre Arbeit verlieren könnten. Wie gehen Sie damit um? Und den Menschen müssen Sie von morgens früh bis abends spät Mut machen. Ich erlebe vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag in irgendeiner Form, brieflich, als Besuch, wenn ich vor Ort gehe, im Kontakt mit früheren Kollegen am Telefon, erlebe ich solche Situationen, wo man mir sagt, wir sind am Suchen, wir sind am Umbauen, wir sind am Anpassen, wir müssen, sonst gehen wir unter. Und dieses Umbauen und Anpassen bedeutet, wir müssen uns von ein paar Leuten trennen. Das tut wahnsinnig weh, aber es geht nicht anders. Und wir versprechen, wenn wir dann wieder etabliert sind, wenn wir dann den neuen Markt wieder definiert haben und gefunden haben und uns darauf konzentrieren können, dann werden wir auch wieder Jobs anbieten, sollten wir zwischenzeitlich etwas zurückbuchstabiert haben.